Heute werdet ihr eine junge Frau kennenlernen, die sehr mutig und ambitioniert ist. Hallo, ich heiße Ola. Ich bin 20. Seit einem Jahr bin ich in der Schweiz. Ist mit ihrer Familie aus Syrien hierher geflüchtet und habe meine Zeit vor allem mit Deutschlernen verbracht. Hallo Ola, erstens mal. Hallo. Und jetzt würde ich meinen großen Traum erfüllen, biomedizinische Laborantin zu werden. Dafür muss ich zuerst in Zürich an der Viventa-Schule den Integrationskurs besuchen. Leider wohne ich in Wetzikon und die Gemeinde kann mir die Schule nicht bezahlen. Nachher habe ich die Seite von Crowdfunding gesehen. Money! Habe ich ein Video gedreht mit einer Freundin von mir. Da ich nicht arbeiten darf, hoffe ich auf deine Unterstützung und vielen Dank für deine Hilfe. Und in 5 Tagen habe ich das ganze Geld gesammelt. Das war eine unglaubliche Überraschung für mich. Thank you! Wie hast du eigentlich so gut Deutsch gelernt? Habe ich immer gratis Kurse besucht. Und habe ich immer Projekte gemacht. Deswegen habe ich so Deutsch gelernt. Was sind das für Projekte, die du machst? Ich habe ein Theaterstück auf Deutsch gemacht. Und ich habe auch einen Schreibworkshop gemacht. Tandem habe ich auch gemacht. Das eine Freundin studiert Arabisch an der Uni. Ich habe mit ihr Arabisch gesprochen und sie hat mit ihr immer auf Deutsch gesprochen. Also ein Tandemkurs quasi. Also ja. Du unterstützt sie im Arabisch und umgekehrt. Ich spreche immer mit meinen Freunden und sie haben immer Ideen. Eine habe ich in meinem Projekt im Schauspielhaus kennengelernt und eine an der Uni. Sie heißen Damiana und Ricarda. Damiana und Ricarda, sehr cool. kannst du mir erzählen, was passiert ist in Aleppo, was du erlebt hast, bevor du in die Schweiz gekommen bist? Ich denke nicht so viel. Lieber schreibe ich, wenn ich immer zurückdenke, schreibe ich manchmal. Ja, ich denke nicht so viel daran. Ich gehe einfach vorwärts. Ich schreibe immer Gedichte auf Arabisch. أعتقد بأني حفظت حروفك لا ليس حروفك بل نقاط حروفك عن ظهر قلب. Und von kurzer Zeit habe ich auch auf Deutsch übersetzt. Ich nehme an, dass ich deinen Buchstaben auswendig gelernt habe. Nein, nicht deine Buchstaben, sondern die Punkte auf deine Buchstaben. Und in der Zukunft werde ich auch ein großes Buch machen, so ein richtiges Buch machen. Cool. Also du wirst nicht nur Laborantin, du wirst auch kreativ aktiv sein. Ja. Und jetzt hast du mit der Schule angefangen, seit dem August. Wie ist es an der Schule? Unglaublich. Ich habe auch sehr viele Freunde kennengelernt und ich bin wirklich mega, mega froh, dass ich jetzt eine richtige Schule habe und immer habe ich Unterricht, das ist regelmäßig. Ich bin einfach mega froh. Also ihr habt sie gehört und verstanden, sie wartet auf eure Kommentare. Also schreibt etwas jetzt unten rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like. Und wir sehen uns am nächsten Freitag um 5 wieder. Bye! Also es gibt ja wirklich Klänge auf Arabisch, die ich nicht aussprechen kann. Aber ich will versuchen und ich gebe mir richtig Mühe, deinen Namen auf Arabisch zu sagen. Vielleicht schaffe ich das. Ola. Ola. Ein Aula. Au. Ja, es kommt. Au.